Eingangs, ich hätte auch meine Bewerberin gewünscht, das war eine Runde, aber wir hatten wirklich vier
Horst Werner, ja, hart gekämpft. Irgendeiner muss gewinnen. Bisschen enttäuscht. Ja, dass es so deutlich war im ersten Durchgang. Aber so ist Demokratie. Jetzt geht es ja die nächsten Jahre trotzdem eine Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Bürgermeister zu machen. Du bist Stadtverordnetenvorsteher und du wirst es auch bleiben, gehe ich mal von aus. Das heißt Wunden lecken und back to business? Nein, Wunden lecken in dem Sinne nicht. Also für Frankenau sich einsetzen und Frankenau nach vorne bringen. Ja. Wir brauchen natürlich Impulse, Ideen vom neuen Bürgermeister. Ich bin gespannt, was kommt. Jetzt, wenn man die Wahl verfolgt hat, gab es natürlich deine Heimatgemeinde Altenlotheim, die stand fast geschlossen hinter dir. Ein anderer Brocken war, glaube ich, Deinrode, der ganz gut war. Ellershausen, also, aber fast allen Gemeinden war der Manuel Steiner so die Nasenlänge voraus. Ne? Nein, also ganz deutlich Altenlotheim, Allendorf-Hartberg. Die Wahl wird in Frankenau entschieden und so hat sie es gezeigt. Die SPD-Wähler sind zu Manuel Steiner gegangen. Ich hatte gehofft, dass mehr SPD-Stimmen noch den Gabriel wählen, aber eindeutiges Zeichen vom Bürger. Ja, wenn die Wassermann und Philipp Gabriel höher gegangen wären, wäre es in die Stichwahl gegangen, ne? Ja, aber die Verhältnisse in Frankenau zu knacken, das ist unheimlich schwer. Unheimlich schwer. Aber du hast gekämpft bis zur letzten Minute, hat man gesehen im Facebook, aber auch vor Ort. Hat sich der Einsatz generell gelohnt? Man lernt ja viel. Wir hatten vorher ein Interview, wo du sagst, haben sich Türen aufgemacht, die haben sich nie geöffnet und man hat jede Menge Leute kennengelernt. Hat sich der Einsatz allemal gelohnt? Also und vor allen Dingen hat nun der Stadtverordnetenvorsteher und freie Bürger, Horst Werner Bremmer, doch jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, auf die Leute zuzugehen und in die richtige Richtung für die Stadt Frankenau zu lenken. Also ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, auch über die Stadtteile von Frankenau, habe Bilder vor Ort gemacht und werde das in meinen Entscheidungen, die ich dann treffe, mit einfließen lassen. Horst Werner, trotzdem viel Glück weiterhin, du hast gekämpft und es war ein toller Wahlkampf, es war so spannend wie schon lange nicht mehr bei uns, deswegen vielen Dank. Ja, immer gerne, danke. Ja, Philipp Gabriel, spannende Wahl, zweistellig für den SPD-Kandidaten ist doch erstmal schon mal ein toller Erfolg, ne? Ja, also ich sag jetzt mal so, ich glaube schon, dass ich sagen kann, ein bisschen mehr hat man sich schon erhofft, das gebe ich schon ganz ehrlich zu. Aber was ich auch gerade eben schon gesagt habe, als ich Herrn Steiner gratuliert habe, es war eine super intensive Zeit und ich habe super viele tolle Gespräche geführt. Ich nehme unglaublich viel selber mit aus der ganzen Sache und ich glaube, wenn Frankenau sich dieses politische Interesse bewahrt, das zumindest mir gezeigt hat im Haustürwahlkampf, dann kann man positiv in die Zukunft schauen. Jetzt haben Sie natürlich als Externer zwei starke einheimische Kandidaten gegen sich gehabt. Das ist immer etwas schwerer, als wenn man drei Fremde hat oder selbst aus der Region kommt. Insoweit war Ihr Wahlkampf ja durch Präsenz in den Ortsteilen doch zum Teil von Erfolg gekrönt, weil manche Ortsteile war der rote Balken ganz schön hoch, ne? Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal vielen Dank an all die, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Aber wie gesagt, weil ich auch wirklich meinte, bin grundsätzlich von allen, auch wirklich von denen, die mir schon signalisiert haben, nur, sie sind nicht mein Kandidat, super freundlich, super nett, super offen begrüßt worden an den Türen. Habe viele interessante Gespräche gehabt und dafür muss ich einfach ganz klar sagen, großes Dankeschön an alle. Nun hat die Wahl immer eine Eigenschaft, das ist, einer wird gewinnen und die anderen werden eben zweiter, dritter, vierter Sieger sein. Mit der Zahl im Rücken kann man doch mit stolz geschwellter Brust gegen so zwei Kandidaten nach Hause gehen und sagen, es wäre zwar vielleicht mehr drin gewesen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ja, also das nehme ich für mich persönlich jetzt auf alle Fälle mit. In den letzten, sag ich mal, knapp 8 Wochen, wo es wirklich zur Sache ging, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, ich habe alles gegeben. Ich habe natürlich auch versucht, mich bekannt zu machen, dass man den Kandidaten, die Person Philipp Gabriel kennenlernt. Das heißt, ich
nehme hier einfach privat einfach ganz viel mit. Ich bin kein Berufspolitiker, ich werde kein Berufspolitiker. Und insofern nehme ich da, ja, war das eine super Erfahrung, eine tolle Zeit für mich. Okay, ja, Herr Gabriel, vielen Dank. Vielleicht laufen wir uns am Edersee mal ab und zu über den Weg. Das könnte sein, auf alle Fälle. Okay, vielen Dank. Ich bedanke mich, Herr Dudek. Gerne. Manuel Steiner, ja, noch etwas. Ja, was ist denn jetzt überwiegend? Glücksgefühl? Ich kann es noch nicht fassen. Ich weiß noch nicht, ist das heute irgendwie eine Fake News? Was überwiegt? Ich glaube, wirklich überwiegend tut noch dieses, ich kann es wirklich kaum glauben. Es ist ein Wahnsinnsmoment, ja. Wirklich unglaublich, auch nicht wirklich in Worte zu fassen, einfach überglücklich. Also ich habe ja noch das Forum so im Ohr, wer ist der stärkste Mitbewerber, und die Tipps in der Bevölkerung waren Stichwahl zwischen Manuel Steiner und Horst Werner Bremmer. Haben Sie mit so einem eindeutigen Ergebnis, Sie waren ja fast überall in Führung, außer in Altenlotheim, was natürlich Heimatgemeinde ist, dafür war Ihre ehemalige Heimatgemeinde Luisendorf, ja. So hoch. Haben Sie mit so einer Eindeutigkeit gerechnet? Nein, wirklich gerechnet habe ich damit so nicht. Also man malt sich vieles aus und man wünscht sich natürlich vieles, aber dass das dann auch so in Erfüllung gegangen ist, unbeschreiblich. Jetzt waren das ja, ich sag mal, mit Horst Werner Bremmer ein starker Mitbewerber, aber auch der Unsicherheitsfaktor Philipp Gabriel, weil den hatte niemand so richtig auf dem Radar, nee. War ja schwer einzuschätzen, und hätte er vielleicht hier in Frankenau ein paar Prozente mehr in Richtung 20%, dann wäre es in die Stichwahl gegangen, ne? Dann wäre es wahrscheinlich in die Stichwahl gegangen, ja, das stimmt. So, jetzt gibt es einen neuen Bürgermeister in Frankenau. Wir haben ja im Interview vorher in der Reithalle vieles besprochen. Inzwischen ja deswegen auch Kamera erfahren, muss man ja sagen. Absolut. Absolut. Viel vor für die nächsten 6 Jahre, ne? Ja, sehr viel vor. Jetzt ist Ihr Vorteil natürlich, Sie wissen, wo auf der Verwaltung die Toiletten sind und der Kaffeeautomat steht. Was ich so flapsig sage, ist, Sie kennen sich in dieser Verwaltung sehr gut aus. Sie haben da fast 15 Jahre gearbeitet. Ja. Das heißt, ein richtiger, großer Neuanfang für jemand, der unbeleckt ins Amt kommt, ist das nämlich nicht. Sie können quasi nach dem Empfang durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus Platz nehmen und losarbeiten, ne? Prinzipiell. Ich hoffe, das funktioniert dann auch so, ja. Aber vorhat man das natürlich. Aber eigentlich geht es morgen schon los. Warum? Ach, Herr Breder hat es ja eben gesagt, es gibt ja auch eine Einarbeitung, und das würde ich auch gerne in Anspruch nehmen, das Angebot. Ja, ja gut, ja, der Bürgermeister hat ein paar Aufgaben mehr, wie ja. Der Leiter vom Einwohnermeldeamt oder Ordnungsamt, das Sie ja waren. Und genau. Da ist eine Einarbeitung gar nicht so verkehrt, ne? Weil man hat jetzt auch mit anderen Behörden zu tun. Ne? Das ist so. Deswegen, da ist eine Übergabe, glaube ich, ganz wichtig. Eine der vornehmsten Aufgaben eines Bürgermeisters in ländlichen Kommunen ist einmal, die Gemeinde nach außen zu repräsentieren, die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung ja, der Bevölkerung näher zu bringen, zu erklären, aber auch sich über die Landtagsabgeordneten, Kreistagsabgeordneten gut zu vernetzen, damit Kohle ins Haus kommt. Denn ohne Moos ist nichts los. Und von der Gewerbesteuer alleine kann Frankenau nicht leben. Ne? Nee, gerade nicht von der Gewerbesteuer, glaube ich. Heißt, das wird also auch ein Teil Ihrer Arbeit sein, sich entsprechend zu vernetzen, auch in Wiesbaden, den einen oder anderen mit dem Hut in der Hand auf die Nerven zu gehen und sagen, wir brauchen. Ja, ich sag mal, das Schöne daran ist, als Vorsitzender von Vereinen hat man ja auch öfter mal damit zu tun, dass man Gelder beantragt, wo man hoffte, was zu bekommen. Und ich glaube, der Kontakt auch zu den Landtagsabgeordneten ist gar nicht so schlecht. Ja, das denke ich mal. Sie haben ja den Vorteil, dass Sie nicht parteigebunden sind. Das heißt, man kann mit allen einigermaßen reden, ne? Ja, das ist ja auch das, was ich mir jetzt einfach vorstelle für die Amtszeit. Egal ob Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung, ich gehe auf alle Unvoreingenommen zu. Mhm. Und versuchen mit allen zusammen eine vernünftige Lösung für die Probleme zu finden. Manuel Steiner, wir freuen uns auf die nächsten 6 Jahre mit einem neuen Bürgermeister hier in der Nationalparkstadt Frankenau. Vielen Dank, viel Glück für das Amt und ein glückliches Händchen im Umgang mit Behörden, mit Bürgern, mit den Stadtverordneten, also alles, was einem Bürgermeister Ärger bereiten kann.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Björn Brede, noch Bürgermeister von Frankenau. Der Nachfolger ist eine Überraschung, ne? Denn die Auguren hier unseres lieblichen Nationalparkstädtchen hatten ja alle eine Stichwahl auf der Pfanne. Ja, wobei viele auch gesagt haben, es könnte auch, also die Wahrscheinlichkeit Stichwahl ja, nein, da waren die Leute sich nicht sicher, ganz knapp. Waren immer so die Empfehlungen, ja, Stichwahl 55%, dass einer einen Durchmarsch macht 45%. Aber man muss einfach sagen, heute, alle vier Bewerber haben dermaßen viele Haustüren besucht, dermaßen viele Menschen. Wir haben ja eine mega Wahlbeteiligung von über 80%. Das ist wirklich historisch. Und bei so einem Ergebnis heute mit über 80% und mit dem Wahlergebnis heute, mit dem jemand den Durchmarsch gemacht hat, kann Manuel Steiner sehr, sehr stolz drauf sein. Bei so einem Tag gleich den Durchmarsch fulminant. Herzlichen Glückwunsch. Und wir in der Verwaltung sind froh, dass wir nicht mehr für die Stichwahl arbeiten müssen, dass wir heute ein Ergebnis haben und dass die Stadt Frankenau einen neuen Bürgermeister begrüßen darf. Ja, nichtsdestotrotz, der Philipp Gabriel als Unbekannter auch einen super Wahlkampf hingelegt und doch deutlich zweistellig geworden. Hätte er ein bisschen mehr geholt, wäre die Stichwahl wahrscheinlich gewesen. Ne? Da kann man heute viel mutmaßen. Nochmals, was ich vorhin schon gesagt habe, alle vier Kandidaten haben einen guten Wahlkampf dargelegt. Und der Wähler hat entschieden, und das ist auch gut, der Wähler ist das souverän. Ja. Und ich freue mich, dass die Entscheidung heute gefallen ist und nicht in 14 Tagen. Und ich wünsche dem Manuel Steiner an der Stelle alles erdenklich Gute. Unsere Unterstützung des Magistrats ist ihm sicher. Und ich glaube, dann wird auch die Stadt Frankenau in eine gute Zukunft gehen. Ja, Stichwahl wäre also für eine kleine Verwaltung wie Frankenau, die also auch noch mehr Aufgaben hat und vor sich her schiebt, natürlich eine zusätzliche Belastung gewesen. Das ist für kleine Gemeinden schwer zu schultern. Ne? Ja, das ist immer Arbeit, absolut. Nein, von daher ist es heute an der Stelle für uns, für die Verwaltung, gut, dass das Ergebnis heute gefallen aber ist. Aber Björn Brede hat jetzt einen Vorteil. Er kann sein Haus in Ruhe bestellen, sein Rathaus, weil er weiß, am 31. März, 0 Uhr, endet seine Amtszeit als Bürgermeister der Nationalparkstadt Frankenau. Ist das so? Ja. Genau. Ja. Zum 1. April wird Manuel Steiner das Amt des Bürgermeisters hier in Frankenau antreten. Das Gute ist, er kennt das Haus, er kennt die Kolleginnen und Kollegen. Er weiß, welche Aufgaben auf ihn zukommen und er weiß auch, welche großen Aufgaben zusätzlich auf ihn zukommen. Ich habe es vorhin angesprochen. Die Herausforderungen werden jetzt das Ärztehaus sein auf dem einen, aber das andere wird auch die Dorfentwicklung sein. Ja. Denn das ist wirklich eine Aufgabe, die in den nächsten Jahren für die Stadt Frankenau viele Möglichkeiten bietet. Aber diese vielen Möglichkeiten in jedem Stadtteil mit vielen Projekten fit für die Zukunft zu machen, ist nicht nur monetär zu bedenken, sondern da mussten viele, viele Gespräche geführt werden, dass man gute Ergebnisse für die einzelnen Stadtteile findet. Und das wird er sicherlich auch meistern und schaffen. Aber es kommt wie immer auf jeden Bürgermeister auch viel Arbeit zu. Ja, natürlich. In so einer man muss die Kommune Leute mitnehmen. Ne? Und in einer kleinen Kommune wie Frankenau, das weißt du auch, da ist es so, da ist der Bürgermeister auch Sachbearbeiter, der muss genauso mitarbeiten wie der andere auch. Ja. Aber dadurch, dass er das Haushalt kennt, ich glaube, da hat er eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Und ich bin da guter Dinge, dass Manuel Steiner diese Herausforderung auch bewerkstelligen wird. Also die Einarbeitungszeit wird etwas kürzer, als wenn einer ganz frisch ohne große Verwaltungserfahrung bringt kommt. Vorteile mit, absolut. Das ist so. Und die Stadt Frankenau, die Bürgerinnen und Bürger haben heute mit diesem Wahlergebnis, das ist das souverän, entschieden. Und ich kann ihm an der Stelle dann nur herzlich zu gratulieren und seinem gesamten Team, seiner gesamten Familie, aber auch den anderen Bewerbern gilt an der Stelle nochmal großer Respekt. Denn jeder, der schon mal so einen Wahlkampf durchgeführt hat, der weiß, was dahinter steckt. Das ist viel Energie, viel Zeit. Und ich denke, dass die unterlegenen Kandidaten, die ja heute Abend sich auch fair verhalten haben, wie im gesamten Wahlkampf, dass alle jetzt erstmal froh sind, mal wieder ein paar Nächte zum Durchschlafen zu haben und zum Regenerieren. Aber es ist auch Zeit, Dank zu sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, der Verwaltung, die also an so einem spannenden Wahlabend, es ist ja noch Bundestagswahl und Landratswahl, also doch sehr zügig und Gesetz sagt ja erst Bundestag, dann Bürgermeister, dann Landrat auswählen.
die haben schon viel geleistet, also deswegen... Absolut. Ich war heute mit meiner kleinen Tochter unterwegs, habe die Wahllokale besucht und habe dort auch allen Dank gesagt, denn du hast schon recht, heute war eine besondere Herausforderung für die vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die ganzen drei Wahlen auszuzählen und nicht nur dort in den einzelnen Stadtteilen, sondern auch hier vor Ort die Briefwähler, die Briefwahlvorstände darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Du hast schon recht, da waren viele, viele helfende Hände gefragt und da muss man an der Stelle einfach wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben und diese Arbeit gemacht haben. Wir haben Rede. Noch Bürgermeister der Nationalparkstadt Frankenau. Vielen Dank. Genau, 100% bis zum letzten Tag und dann gibt es mit Manuel Steiner Kontinuität, hoffe ich, in den ganzen Projekten der Familie auf. Ich meine, wir sind ja hier auf dem Land, auf dem Dorf. Also so sang- und klanglos wirst du hier nicht verschwinden. Ne? Da ist also doch schon das ein oder andere Festchen fällig, das sage ich dir jetzt. Ja, nein, aber es ist schön einfach dann auch zu wissen, da kommt ein Kollege, ein neuer Kollege, der auch Verwaltungserfahrung hat und von daher bin ich guter Dinge, es gibt einen guten Übergang. Und er wird das meistern und die neuen vielen Projekte, die in nächster Zeit dann auf ihn zukommen, die Politik gemeinsam mit den Orten auf die Beine stellt, das Ganze zu bewerkstelligen. Was ihm natürlich noch ein bisschen fehlt, er muss sehen, dass er den Draht nach Wiesbaden kriegt, weil wo die Musik spielt, wird auch das Geld in den Hut geworfen. Ne? Da muss man dann schon manchmal antichambrieren. Ja, absolut, absolut. Aber er hat ja auch bewiesen durch seine Arbeit bei der Feuerwehr, dort der Vereinsvorsitzender beim Reitverein, dass er auch Netzwerke sich entwickeln und aufbauen kann. Und wir haben es heute Abend auch von Alexander Köhler gehört, der heute Abend für die Bürgermeister hier gratuliert hat und da war. Da sind ja auch die Kollegen und da wird er reinkommen. Denke schon. Ja. Ja, vielen Dank. Ja. Und wir werden aber uns die nächste Zeit noch ab und zu mal in deinem Amt als Bürgermeister der Nationalparksgemeinde Frankenau treffen, sehen, sprechen. Sehr, sehr gerne. Und auch in meiner neuen Tätigkeit bin ich ja für Frankenau zuständig im Bereich IT-Wesen und für alle anderen hier Kommunen. Wohnen, also für alle anderen Kommunen Hessen die Familienbande ja auch. Familienbande und genau. Das ist alles. Meine Aufgabe in der kommunalen Familie bleibt auch für Frankenau bestehen. Danke dir. Ja, ich danke dir. Vielen Dank.